Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Baldur's Gate 2. Meine Lieben, wir haben hier noch einen netten Folterer, den wir, glaube ich, mal eine Runde reden können. Sonst ist, glaube ich, nichts von Interesse da, oder? Ja, alles Meuchelmörder. Priester. Ich hoffe, das bringt was. Verneigt euch vor den Göttern und bettelt um Gnade. Das auch. Ihr könnt ihr machen, was ihr wollt, aber haltet euch aus allem Ärger raus. Oder geht's noch weiter? Nett. Na gut. Mal schauen, was du zu sagen hast. Dann, hallo. Ich hoffe, ihr habt gute Gründe, mich zu stören. Wie ihr seht, bin ich sehr beschäftigt. Oh, der arme Lin hat das Bewusstsein verloren. Ich habe einige Minuten Zeit. Wer seid ihr und warum sollte ich euch nicht umbringen? Wäre das vielleicht nicht so sinnvoll? Oder sagen, ich weiß es ja nicht. Das ist nicht nötig. Ich bin als Verstärkung. Renald Blutskalb hat mich geschickt. Ich bin sicher, ihr habt irgendeinen Erlaubnisschein oder irgendwas in der Art. Egal. Wie wäre es, wenn wir euch auf die Folterbank spannen, um sichergehen, dass ihr wirklich der seid, der ihr zu sein behauptet? Vielleicht doch nicht. Ich habe euch Angst gemacht, was? Furcht lässt euch ehrlich bleiben. Ihr wollt doch nicht wie Lin enden und mich dazu zwingen, eure Ehrlichkeit zu überprüfen. Mit Sicherheit ein schwieriges Unterfangen. Ja, ich versichere euch, ich bin ein Mitglied der Schattendiebe hohen Ranges. Wir werden sehen. Fürs Erste werde ich euch eine Aufgabe zuteilen, um euch erst einmal los zu sein. Ich werde euren Wert mit einem altbewährten, altmodischen Botengang testen. Ich denke, ihr solltet die Aufgabe zumindest so gestalten, dass ihr... nicht völlig abgeneigt seid. Wie wäre es mit einem kleinen Diebstahl in Mitte der ausgestopften Roben drüben im Talos-Tempel? Ich verlange das Amulett der Weltherrin. Ja, es sah entzückend an dir aus. Und ich habe einen wunderschönen Schulti-Spanier-Mischling, dem sicher auch aufwerten wird. Ihr braucht sie nicht umzubringen, um es zu bekommen. Wahrscheinlich nimmt sie es in der Nacht ab. So schön es auch ist, es würde einen riesengroßen Abdruck hinterlassen, wenn man darauf schliefe. Jetzt bewegt euch. Ich habe euch gesagt, worum es geht. Ihr legt den Rest. Nehmt es hier im Schlaf ab. Wenn es sein muss, aber wagt nicht, ohne das Diebesgut zurückzukommen. Ihr möchtet euch tatsächlich in den Talos-Tempel schleichen? Autsch, das ist keine leichte Aufgabe. Ich kannte einst einen Kumpel, der versucht hat, diesen Talos-Typen ein oder zwei Dinge unter der Nase wegzustehlen. Und ich spreche absichtlich in der Vergangenheit von ihm, da diese Talos-Typ ziemlich heftig auf ihre Blitze stehen und mein Freund seine Ehrungsstiefel an diesem Abend mit seinen Stiefeln mit den Eisensohlen verwechselt hat. Das Resultat ist nicht weiter verwunderlich. Dennoch klingt das Ganze wie ein toller Jux. Ihr seid die zufällig gegen Elektrizität immun, oder? Noch nicht, mein Lieber. Okay. So, wo geht's dann dahin? Ah, einfach raus. Okay. Wir sind allesamt Helden. Ihr, Bo und ich. Hamster und Waldläufer auf der ganzen Welt. Frohlocket!
So, ich glaube, hier habe ich mich dann soweit auch um, oder? War ich. Ne, ich glaube, ich war den Dinger noch nicht dran, ne? Na, guck mal. Danke. Ich brauche das etwas dringender als ihr. So. Ich bin dabei. Sagt, was ihr wollt, aber macht es kurz. Ich schwöre, eines Tages wird mich dieser Mewar auf die verdammte, auf seine verdammte Steckerbank legen. Ich weiß es, ja. Höchstwahrscheinlich. Was haben wir hier eigentlich noch? Ah, da geht's auch noch nach oben, sehe ich gerade. Na dann. Noch ein Schattendieb. Wenn es denn sein muss. Schicksalsmünze. Wie kann ich helfen? Machst du eigentlich jetzt Stress? Schreit nicht so. Ich kann euch ja hören. Wieder dran gehen? Ja, ja, das ist ohnehin eine Standardtaktik. Oh, ich glaube, die Perlenkette ist gar nicht so schlecht. Ich mir das mal so anschaue. Ja, gute Idee, das mir zu übertragen. Hier sind viele Türen. Wo wir auch looten können. Oh ja. Ihr zeigt mir, wo immer Minsk auch hingeht, macht das Böse. Dann bedienen wir uns mal. So, aber ich glaube, ich würde auch erstmal gerne mit dir sprechen. Ja? Ja, hallo, ihr da. Wenn das mal nicht ein neues Gesicht ist, wie aufregend. Wer seid ihr? Nun, die vielleicht, die wirklich interessante Frage lautet doch, wie ist euer Name, Liebling? Ich könnte euch ja verraten, dass mein Name Anishai ist, aber dann würde ich doch den wundervollen Klang eures Namens nicht zuerst hören. Mein Name ist Peacemaker. Es freut mich, eure Bekanntschaft zu machen. Peacemaker, wie wundervoll. Ich werde diesen Namen zwischen unseren Zusammentreffen immer und immer wieder vorsagen. Und ich hoffe doch, dass dieser Zeitraum zwischen den zwei Treffen nicht allzu lang werden wird. Ja. Könntet ihr mir vielleicht jetzt den Weg zu Mewar beschreiben? Nun, ihr müsst nur die Treppe dort hinuntergehen und ihr werdet auf Mewar treffen. Er beschäftigt sich gerne mit dem Extrahieren von Informationen. Mit dem gewaltsamen Extrahieren von Informationen. danke, ich gehe da mal erst einmal. Ihr ist schon... Oh, wie schade. Tja. Wer kann da widerstehen? So, dann schauen wir uns doch vielleicht mal hier die Dinge an. Das ist nun wirklich kein Problem. Ja. Nix, okay. Ja, gut. Vielleicht ist das dann auch verschlossen. Okay. Das ist, glaube ich, gut, dass wir dich jetzt mitgenommen haben. Na gut, dann geht's hier mal weiter. Ah ja, Kleinvieh macht auch Mist und wir kriegen ja auch immer noch XP dafür. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Da können wir ja nicht meckern. Na gut, das erklärt dann auch, warum wir die ganzen Türen stehen. Auch nicht schlecht. Oh.
Ich habe länger nicht mehr gespeichert, ne? Ich möchte ja niemand erschrecken, aber all das Herumspritzen der Blut ist meins. Genau. Ich möchte ja niemand erschrecken, aber all das Herum. Ah, ich glaube, du kannst keine Fallen entdecken, oder? Meins. Flucht, Flucht. Tapferkeit ist morgen. Flucht. So, dann ja, halt hier nochmal runter. Gesundheit. Zu viel Steckrüben. Verstanden. Okay. Dann nochmal. Oh gut, lohnt sich ja. Wisst ihr, mein früherer Besitzer sagte immer, ich sei scharf wie Nachbars Lumpi. Das war ja ein solcher Nusskopf. Okay. Nicht schlecht. Können wir auch gleich mal gucken, was hier die Treppe noch zu bieten hat. Aber wir haben ja erstmal noch einen anderen Raum, den ich mir noch ganz gerne anschauen möchte. Ich warte. Ich hoffe, das bringt was. Oh, wer stimmt die Kiste? Ach, da geht's auch noch weiter. Okay. Na, wahrscheinlich ist da dann das richtig interessante Zeug drin. Keine Falle? Schon klar, ihr benötigt meine Fee. Dann ist ja gut. Und sorgfältig, wenn nicht gar rasch oh. Erledigen. Okay, da kommen wir erstmal nicht ran. Ja, ich kümmere mich drum. Dann. Ihr klingt ja wie Golodon. Könnten wir die noch? Sofort, eure Hochwohlgeborenheit. Schwerter statt Wörter. Aber du kannst da, glaube ich, erstmal hingehen. Dich in mein Schwert, solange du kannst. Und gucken. Minsk wird dir keinen solch einfachen Tod gönnen. Ob du Fallen findest. Okay, ich habe einfach nicht lange genug gewartet. Zumindest habe ich damit geredet, dass hier Fallen sind. Cool, cool. Was? Ist irgendwo ein Greif? Ich mach's, aber nur für eine Steckrübe. Okay. Und noch eine Edelstahl. Eine. Ah. Nicht schlecht. Gut, schauen wir, was das hier wird. Naja gut, das ist halt Diebes- oder auch eine Diebesgilde. Von daher kann man auch davon ausgehen, dass die was Anständiges haben. Oder zumindest mal erhoffen. So. Gut, plus 2. Geht aus. Gut. Für wen lohnt sich das? Du bist ja auch einhändig erstmal unterwegs mit dem Ding. Oder? Na, ich gebe dir mal einen. Ne, bringt nichts. Okay. Ist das Ding doch zweihändig. Ja, deutlich schlechter. Dann wird das verkauft. Und du Kurzschwert, könntest du halt theoretisch was anfangen. Ich gebe es mal, falls du in den Nahkampf musst. Ah, okay, also wenn er es benutzt, dann wird es auch angezeigt, dass der Schild. Okay, gut. Alles klar. Dann haben wir, glaube ich, alles mal alles. Sehr gut. Okay. Sagt mir, was zu tun. Ich bin bereit.
Ach, da unten geht's auch noch weiter tatsächlich. Aber wahrscheinlich auch raus, ne? Ist schon geschehen. Okay. Nächster Raum. Was Ich haben wir bin denn dabei. Schönes? Halt die ganzen Bücher. Da könnte noch was Interessantes sein. Geld. Ah, ich guck trotzdem mal rein. War sehr drauig hier. Gut, wie sieht's mit den Kisten aus? Schreit nicht so. Wisst ihr, das erinnert mich an damals. Damals, als ich. Ja. Schon okay. Das Bastardschwert. Würde mich aber wundern, wenn das unserem was entgegensetzen könnte. Ja, von 0 plus 1. Können wir verkaufen. Alles klar. Ich warte. Wenn es denn sein muss. So, oh, das ist auch zu. Okay. Jan Jansen, melde mich zum Dienst. Cool. Ja, das ist ohnehin eine Standardtaktik. Ah, ihr untersucht die Tür näher, nur um festzustellen, dass sich gar nicht um eine Tür handelt, sondern dass durch den geschickten Einsatz von Farbe und Stuckatur der Eindruck erweckt wird, dass sich hier eine Tür befände. Okay. Ja, gute Idee, das mir zu übertragen. Ja, dann können wir mal gucken, wer hier noch so wohnt. Erstmal niemand. Was die Diebe hier mit Bastardschwertern rumlaufen, finde ich es auch nicht so ganz vertrauenserweckend. Na gut, auch die brauchen wahrscheinlich irgendwelche Wachen und Frontkämpfer. Naja, warum nicht? So, das zu. Da noch das ist nicht. nun wirklich kein Problem. Was bringt dir denn so? Einfach nur plus 1 statt. Naja. Deutlich schlechter. Ich glaube, der unten hat ja Sachen Wir wissen, verkauft, wo ne? du bist. Komm, der Rede wert. Dann können wir die, glaube ich, ihm direkt wieder andrehen. Ich hoffe, das bringt was. Ah, Levern. Na. Wie wär's denn mit jetzt gleich? Da oben scheint es noch eine komplette, ja, mehr oder weniger eine komplette Stadt zu befinden. Ein Krieger geprüft und besiegelt, wurde das Hirn aus dem Kopf rausgeprügelt. Bo, sein Hamster jedoch, hat Verstand, in dem noch die Weisheit des Himmels sich spiegelt. Sprecht ihr von mir? Woher wisst ihr das? Hihi. Noch was erzählen? Ich wollte hier nur ein paar Blümchen pflücken, ehrlich. Okay. Dann wahrscheinlich bis wir uns wiedersehen, mein Lieber. Oh. Warum nicht? So. Gut, dann haben wir hier nämlich erstmal alles.
Ich kümmere mich drum. Also nochmal nach unten. Ist schon geschehen. Nochmal nach unten? Dann verkaufen wir eine Runde. Ich bin dabei. Sollte ja schnell gehen. Wohin mit den ganzen Edelsteinen jetzt? Willkommen in meinem bescheidenen Reich. Ah, sehr schön. So, bitteschön. Genau, du hast jetzt noch den Lederwams und den Speer. Du dürftest soweit ja ausgestattet sein. Tschüss, Krummsäbel. Du hast, glaube ich, schon Schleuder plus 2, ne? Vielleicht sicherheitshalber nochmal nachschauen, aber ja, das sollte passen. Ah, genau, wir haben dir, glaube ich, schon eine ganze Menge Zeug gegeben, so wie das hier aussieht. Ja. Gut, schauen wir doch mal. Gott plus 3, sehr schön. Ja, besser, aber ich glaube, da du ihn so selten nutzt, ich glaube, den würde ich dann eher holen, wenn wir einen gefunden haben. So, dann kannst du mal die ganzen... Du hast einen Ticken mehr Platz. Edelsteine wieder entleeren. Dann werden wir die auch noch schnell los. Und doch einige gefunden hier. Na, fast gereicht. Der Kunde hat immer recht. So, bitteschön. Bringt die Per... Ah, oh, gut, die bringt... Türkis bringt mittlerweile auch nichts mehr. Okay, gut zu wissen. Stimmt, der Spitzbubenstein war immer noch relativ wertvoll. Ja, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. So, und die waren, glaube ich, auch gar nicht mal so verkehrt. Meine Preise sind die besten südlich von Tiefwasser. Oh doch. Okay. Bitteschön. Nadia, was hast du für einen Bogen? Werde ich gebraucht? Ja, schon plus 2. Sehr gut. Ich warte. Dann haben wir jetzt wieder ein bisschen mehr Geld und könnten es, glaube ich, dann so langsam mal ans Einbrechen machen, würde ich fast sagen. Was soll ich tun? Ist ja, glaube ich, Nacht, ne? Okay. Wie lang noch? Ach, nicht mehr allzu lang. Wenn es denn sein muss. So, da haben wir noch Maxa und der andere Aufbold. Schauen wir, ob wir da uns noch was reißen können. Ich glaube, lassen wir auch mal einen. Wer ist denn von euch gut im Schleichen? Also wegen 35.
20. Ich glaube, das war sogar der Minsk noch fast besser. Jo. Ich glaube, dann schleicht Minsk rein. So wie das aussieht. Dagegen bin ich allergisch. Okay, okay, schon ja. Gute Idee, das mir zu übertragen. So, Tempelbezirk. War ja, glaube ich, im Tempelbezirk, ne? Da schon aus dem Tempel des Talos. Okay. Mhm. Na gut, war ich auch noch nicht drin. Dann bin ich mal gespannt. Komm, der Rede wert. So, ich glaube, so können wir erstmal reingehen. Oder sagt ihr, es ist zu? Das kann natürlich auch sein. Überall diese Ausrufe. Ich glaube, das ruft noch aus. Okay. Keine Probleme. Dann. Minsk und Bo, allzeit bereit. So, wieso kannst du dich nicht verstecken? Wahrscheinlich, weil du eine Rüstung an hast. Kann das sein? Ja. Keiner wird mich sehen. Aber es könnte sein, dass mich mein Schlachtruf enttappt. Genau. Mit dem Schwert zu leben heißt gut und lang zu leben. Da haben wir einen Sturmritter. Keiner wird mich sehen. Aber es könnte sein, dass mich mein Schlachtruf enttappt. Ja, da ist es unpraktisch. Meisterin Ada. Okay. Dann schauen wir erstmal, wo das ist. Ich glaube, jetzt ist aber schon wieder Tag, wie es aussieht. Dankeschön. Fällt das auf, wenn du da reingehst? Ich zähle zu den intelligenteren Schwertern, auch wenn ich keine besondere Ausbeulung genossen habe. So. Dann schauen wir mal. Ich habe noch Fallen gesucht. Jetzt, ja, jetzt, Metzeln. Oh ja. Ich glaube, ich war da einfach nicht lang genug. Das wird sein. Das ist das Problem, denke ich. Mhm. So. Dann haben wir nochmal. Einmal. Uns hier nochmal reinbegeben. Sonst geht sie hier nirgendwo weiter, ne? So, ja, genau. Erstmal warten, ob was verfallt ist.
Ah, ich nehme den Trank mal mit. Okay, aber auch da ist jetzt... Nee, das sind keine Kisten, die wir öffnen können. Hm, ja, bleibt eigentlich nur Schuss da unten. Wie es aussieht. Aber gut, das gehen wir in der nächsten Folge dann vielleicht mal an. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, auf jeden Fall Spaß. Seid, nächstes Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.